Da freut sich doch jemand. Ich wette, es ist der heilige Bulle. Der freut sich am allermeisten. Die Gottheit, die wir hier verehren. Aber ihr freut euch eventuell auch. Ich auch. Ich freue mich auch. Es geht endlich weiter mit unserem Let's Play mit den Mali auf Gottheit. Es gab eine Pause. Die war ein bisschen länger, als ich gedacht hatte. Es gab eine Programm-Leitphase bei mir auf YouTube. Also Leit im doppelten Sinne. Mit IGHT in der Mitte und am Ende. Also ein etwas ausgedünntes Programm. Aber es war auch eine Leidensphase für manche von euch, wenn ich die Kommentare gelesen habe. Und irgendwie ein bisschen auch für mich, weil ich mehr schönere Dinge hätte vorstellen können, als die Büroarbeit, die ich gemacht habe, die vielen Telefonate und E-Mails schreiben in Vorbereitung der Gamescom schon, um viele, viele Livestreams von der Gamescom vorzubereiten, teilweise mit Entwicklern an den Ende August. Ich habe ganz, ganz viel organisiert. Ich habe aber allerdings auch viele andere Dinge an Büroarbeit einfach erledigt und habe mir dafür diese Pause bei den Dauer-Let's Play-Reihen halt genommen, bei Mali-Let's Play und bei der Gute-Nacht-Reihe mit Anno, weil ich hätte sonst immer weiter diesen Berg an Erledigungen vor mich hingeschoben und hätte ihn nie und nie geschafft. Und das wäre irgendwie, ich weiß nicht, ob sonst so zum Beispiel in ein paar Wochen so ein großes, dickes Gamescom-Live-Programm gegeben hätte oder geben würde, mit so vielen Livestreams von der Messe aus. Und ansonsten war es ja nicht so, dass ich gar nichts gemacht hätte. Es gab ja auch jede Menge Livestreams, 2 bis 3 pro Woche. Es gab viele Gäste, die wir hatten, die bei uns mit unterwegs waren. Wir haben im Steam-Shop gestreamt bei Endless Space 2. Wir hatten Community-Manager und andere Entwickler von verschiedenen Entwicklerstudios als Gast, einen Live-Talk mit einem Kulturwissenschaftler und. Aber jetzt geht es endlich wieder richtig weiter. Jeden Tag mit den Mali auf Gottheit. Und die Gute-Nacht-Reihe mit Anno wird auch in wenigen Tagen auch wieder loslegen. Die Leute, die auf Patreon den Sendeplan kennen und da engagiert sind, die wissen genau, an welchem Tag. So, wir legen los. Bevor ich auf eine Runde weiterklicke, es gab ja zwischendurch ein Update, ein großes Update für SIP 6. Da habe ich ein Infovideo veröffentlicht. Das verlinke ich euch am Ende dieses Let's Plays bei den Einblendungen, aber ihr findet es auch auf der Portalseite meines YouTube-Kanals, falls ihr wissen möchtet, was es alles an Änderungen gab. Das waren viele, verdammt viele, nicht nur so coole Interface-Geschichten wie, Achtung, das hier zum Beispiel, etwas, das im Augenblick noch nichts aussagt, weil da die Reichweite der Kraftwerke angezeigt werden und da haben wir noch keines eines. Es gibt so Dinge wie hier oben zu sehen beispielsweise, oben in der Mitte. Rechts oben, dass man sich jetzt so Zahlenwerte anzeigen lassen kann von den anderen Herrschern, sofern man sich das in den Optionen freischaltet und Infos abzocken kann und viele andere Dinge. Und es gibt viele Änderungen im Balancing auch, zum Beispiel die Industriebezirke. Ich bin alles eben nochmal durchgegangen, ganz, ganz ernsthaft. Ich habe, bevor ich hier auf den Los geht es mit dem Aufnahmeknopf-Button gedrückt habe, jetzt 3 Stunden, ungelogen, 3 Stunden damit verbracht, mich in alles hier wieder zu einer einzuarbeiten, das letzte Video zu schauen, mir alles anzugucken, Entscheidungen zu fällen, im Licht des Updates alles nochmal zu durchdenken. Bevor ich jetzt anfange, auch nur ein Wort zu quatschen, habe ich gerade 3 Stunden intensiv mich hier eingearbeitet, ohne Scheiß, ganz, ganz ernsthaft. Und hoffe, dass ich jetzt halbwegs fit bin und euren Ansprüchen genügen. Ich habe ein Industriegebiet versetzt, von hier nach dort, also ein Standort, wo wir das machen wollen. Industriegebiete funktionieren jetzt komplett anders. Ein paar Boni sind erhalten geblieben, viele andere haben sich verändert. Guckt ins Infovideo, dann wisst ihr Bescheid. Nur ein ganz kurzes Stichwort, Minen. Nicht mehr jede Mine bringt einen Produktionspunkt, sondern jede zweite. Dafür bringen jetzt Sägewerke Boni und die Regenwälder. Da kann man jetzt Sägewerke draufsetzen zum Beispiel. Und viele andere Änderungen. Wo wir Glück hatten, unsere Pantheons, die sind hier nicht so groß beeinträchtigt worden. Gut, dass wir die Choräle gewählt haben. Bei den Pantheons gab es auch so viele Änderungen bei den ersten Glaubenssätzen und. Unfassbar viele Änderungen durch das Update. Aber das Safe-Game ist ladbar, funktioniert auch. Ich hoffe, es klappt auch alles. Im Diplomatie-Sieg-Bildschirm zum Beispiel braucht man jetzt nicht mehr 10, sondern 20 Diplomatie-Punkte. Kann die aber auch leichter bekommen und so weiter und so fort. So, bevor wir jetzt irgendwas machen, wir gehen jetzt erstmal, bevor ich auf Rundenwechsel klicke, hier hin. Wir holen uns den großen Händler, Jakob Fugger. Den können wir auch jetzt schon mal auflösen. Das bringt uns, ich wecke ihn mal. Hallo Jakob, bitte wach werden. Das bringt uns jetzt schon mal 200 Gold und 2 Gesandte. Die müssen wir nicht sofort einsetzen. Konnten wir uns, ne? Aber wir können die einsetzen und machen sogar eine Sache. Eigentlich sparen wir die ja an für Jerewan. Wir hatten noch 2 Gesandte in petto. Jetzt haben wir 4. Und ich mache aber mal eine Sache. Ich mache ein paar Dinge jetzt auch anders als vor 3 Wochen, als wir die letzte Mali-Folge hatten. Ihr merkt das gleich noch bei einer anderen Geschichte. Ich gebe jetzt mal 1 Gesandten aus, damit wir in Maskat hier reinkommen, Suzerän-Status und plus eine Annehmlichkeit bekommen in allen Städten mit einem Handelszentrumsbezirk. Das sind fast alle Städte, die wir haben.
Die haben ja mittlerweile ein Suguba und wenn ihr euch mal anschaut, den Stadtstatus, so viel Unzufriedenheit oder gerade mal zufrieden, aber nicht mehr glücklich sein in unseren Städten. Wir müssen echt dringend was machen und das ist eine ganz simple Lösung dafür. Also rein in die Stadtstaaten, Maskat, einen Gesandten dazu. Es gibt auch eine Quest, da müssten wir einen Renner ausbilden, den zu kaufen ist allerdings teuer. Kostet einiges an Geld, ich zeige es euch mal. Wenn wir den produzieren, geht ja gar nicht im Augenblick, solange wir in der jetzigen Weltkongressphase sind, weil die Produktion massiven Mali unterliegt, nicht nur bei uns Mali, auch bei allen anderen. Einen Renner zu kaufen, diese Kavallerieeinheit kostet... Ach, den können wir noch gar nicht, ne? Das ist, glaube ich, das Upgrade für die Reiter, den gibt es, glaube ich, noch gar nicht. Wir können aber einen Reiter kaufen, das machen wir vielleicht später, denn dadurch bekommen wir auch im Stadtbildschirm, im Stadtstaatenbildschirm was Schönes, nämlich, das war, wo war denn das, großer General, Renner, hier, dann sind wir in Fez, Dritter, und immer dann, dann haben wir hier auch einen Suzerain-Bonus, sobald wir hier das Geld für ausgegeben haben, und bekommen dann für Bibliotheken, sofern wir eine hätte, noch haben wir keinen, bekommen wir dann etwas mehr Wissenschaft und wir haben halt den Suzerain-Bonus und bekommen dafür auch mehr diplomatische Gunst. Im Augenblick sind es 5 pro Runde, dann wären es 6. Können wir also uns durchaus mal überlegen. Vorher mache ich mal Folgendes. Hier einen Gesandten draufgepackt. Jetzt sind wir hier Suzerain. Und jetzt sind wir ja gleich. Ihr seht das hier mal. Ist alles schön hier aufgedeckt mit Maskat. Wir bekommen dadurch mehr diplomatische Gunst. Das ist eine schöne Geschichte. Und noch mehr diplomatische Gunst. Ich glaube, ich mache das auch mal. Ich spendiere uns jetzt hier mal. In große Wiege kaufe ich uns mal einen Reiter dazu. 2 weitere Zeitalterpunkte. Suzerain von Fez sind wir jetzt. Jetzt haben wir gleich 2 Gunst mehr pro Runde und 7 statt 5. Und die kann man ja auch gut verschabeln. Da bekommen wir zuletzt für einen Gunstpunkt 10 Gold. Das heißt, wir erwirtschaften quasi, könnte man nicht so salopp sagen, 20 Gunst, 20 Gold mehr pro Runde. Könnte man so formulieren. Und wir haben halt Zugriff auf die beiden Stadtstaaten. Wir haben deren Sichtweite. Jerewan ist hier, da holen wir uns das demnächst. In Fez, das ist hier vorne. Wissen wir jetzt gut Bescheid. Und in Maskat, das ist direkt daneben. Da haben halt deren Boni hier. Und der Bonus von Fez ist halt, wenn wir eine Einheit bekehren, also nicht wenn eine feindliche oder wenn eine andere Religion irgendwie so erstmals eine Stadt mit einer Fremdreligion an uns fällt, sondern wenn wir die gezielt bekehren, bekommen wir 20 Wissenschaft pro Bürger dort. Das betrifft uns akut, kurzfristig nicht, weil wir stehen nicht unmittelbar vor einer Bekehrung, aber... Gut, wenn man es hat. So, das ist die eine Sache, die wir machen wollten. Oder die ich machen wollte. Und ja, jetzt können wir mal auf eine Runde weiterklicken. Das hier entfernen wir mal. Die Sachen, die wir uns gerade hier angezeigt haben. Das ist der neue Kontinent, den wir jetzt aufgedeckt haben, weil wir Fez, jetzt die Sichtweite von Fez haben und jetzt damit diesen neuen Kontinent auch kennen. Und... ja, das sind die Gesandten. Noch ein Blick in die Zeitalterübersicht. Pardon, in die Widmungspunkte. Hier Geschichtsverlauf. Reiter ein Zeitalterpunkt. Fez 2 Zeitalterpunkte. Und hier haben wir jetzt 83. Brauchen 100 für normales Zeitalter. Mal gucken, ob das klappt. Toi, toi, toi. So, jetzt aber wirklich eine Runde weiter. Was ich vor allem gerne beobachten möchte, und das geht ja jetzt besser, sind die Bewegungen vom Blumenkranzscheusal von Eleonore von Aquitanien und Britannien hier vorne. Und ihr seht, die Meldungen sind nicht mehr in der Bildmitte, sondern am Bildrand. Das ist gut, wir haben mehr Überblick dank des Updates. Jetzt kommt eine Sache, die würde ich beim nächsten, ja, wir hatten was beantragt. Ich glaube, das basiert auf unserem Mist, aber jetzt will ich das gar nicht mehr. Mal gucken. Es gibt eine Sondersitzung des Weltkongresses. Ich bin mir rückblickend nicht mehr sicher, ob die nur deshalb gibt, weil wir dafür gestimmt haben und es die sonst nicht gegeben hätte oder ob die auch sonst da wäre, das weiß ich nicht mehr rückblickend. Jedenfalls eine Sondersitzung. Und es gibt, also die Sondersitzung gäbe es auf jeden Fall, aber das hier ist die Abstimmung und ich weiß nicht, ob die auch ohne uns hier bestehen würde. Hier sind 2 Notfälle.
Eleonore, das Blumenkranzscheusal wurde von einer Naturkatastrophe heimgesucht. Wollen wir ihr helfen oder nicht? Wenn wir da sagen, nein, niemand soll ihr helfen, aber die Weltgemeinschaft stimmt trotzdem dafür ab, dass man ihr helfen soll. Und das ist wahrscheinlich. In der Regel fallen solche Abstimmungen so aus, dass die Leute sagen, ja, unbedingt wollen wir machen. Wir helfen denen in unserem eigenen Interesse, gibt es einen coolen Wettbewerb, können wir Belohnungen abgreifen. Wenn wir dagegen gestimmt haben, dann können wir uns daran nicht beteiligen. Also selbst, egal ob wir wollen oder nicht, wir haben alle Chancen, uns verbaut in den nächsten 30 Runden, uns an dem Wettbewerb überhaupt zu beteiligen. Wenn wir dafür stimmen, kostet uns das nichts, außer dass unser Stolz verletzt ist. Wieso soll man ausgerechnet Eleonore, das Blumenkranzscheusal, halt ihnen helfen? Aber ich mache es trotzdem, dann halten wir uns alle Toren offen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der Gegenstimme irgendwas bewirkt hätten, ist so minimal. Wir stimmen dafür, halten uns alle Optionen offen. Aber nur einmal, warum sollen wir da mehrfach für abstimmen? Das natürlich nicht. Und hier seht ihr auch schon mal, gucken wir uns nachher an, was passiert, wenn das durchkommt. Die andere Sache ist, Schacke hat Bologna erobert, diesen Stadtstaat südöstlich von unserem Reich. Wenn wir dafür stimmen, uns daran zu beteiligen, da gibt es nicht nur diesen internationalen Notfall, dafür müssen halt mehr Leute dafür als dagegen stimmen oder mehr Stimmen müssen dafür abgegeben werden, sondern wir sind automatisch auch dabei. Das heißt, wir sind im Kriegszustand dann mit Schaka. Da habe ich null Bock drauf. Absolut ganz und gar nicht, weil dann haben wir wieder diesen Krieg mit ihm an der Backe. Ich war so froh, dass wir keinen Krieg mehr mit ihm haben, weil er uns militärisch haushoch überlegen ist, weil wir auf Religionssieg spekulieren, weil wir unser Land im Norden ausbauen, weil wir im Süden kaum Militär haben. Warum sollten wir das mit ihm haben? Natürlich, theoretisch, Bologna befreien, coole Geschichte. Wir sind aber 0,0 darauf vorbereitet. Da habe ich keine Böcke drauf. Andererseits, der Advocatus Diaboli meldet sich in meinem Inneren und spricht jetzt folgende laute Worte. Falls wir uns daran beteiligen, wären wir mit mehreren anderen Reichen automatisch in so einer Art temporärer Allianz, in einem Bündnis, in einem Krieg wir gegen Schaka. Und das würde bedeuten, dass wir mit ihnen zum Beispiel gemeinsame Sicht haben. Und je mehr dieser Reiche mit uns mitmachen, desto mehr würden wir auf einen Schlag weite, weite Teile der Karte aufdecken. Wir sind massive Nieten bei der Aufkundung der Karte. Überall ist noch Volker Hohr. Wir wissen überhaupt nichts über diese Welt. Und das würde uns massiv helfen, Klarheit uns zu verschaffen, wer wo liegt. Das wäre ein unfassbar starker Vorteil. Ich mache es trotzdem nicht. Ich habe keinen Bock mehr, ja, so ein Risiko einzufangen. Ich lasse es sein. Ich bin eine feige Nuss. Ich lasse es bleiben. Also bestimmt dagegen. Wir warten auf die anderen Spieler. Alle geben ihre Stimmen ab und... Oh, lala. Nein. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Das kommt nicht durch. Der Wettbewerb, das Blumen... Eins, wisst ihr warum? Eleonore, das Blumenkranzscheusal, hat sich so viele Feinde in der ganzen weiten Welt verschafft, dass die Leute nicht mitmachen wollen. Ist das nicht heftig? Niemand will ihr beistehen. Niemand will ihr beistehen. Die einzigen, die ihr beistehen wollen, ist sie selber. Sie hat gleich drei Stimmen für sich ausgegeben. Das ist ja heftig. Mansa Musa wäre bereit gewesen, ihr zu helfen, also wir selber. Alle anderen... Die ganze Welt hat gegen sie gestimmt. So kann man sich irren. Wir haben eine Proforma-Stimme abgegeben. Eleonore hat sich selbst helfen wollen. Alle anderen waren dagegen. Spannend. Das hatte ich total anders eingeschätzt. Aber da sieht man mal, wie isoliert die diplomatisch ist. Und das ist für uns ein richtig gutes Zeichen. Denn wenn es zu einem Krieg kommen sollte, dann wüssten wir die Weltgemeinschaft an unserer Seite, wenn die uns nochmal überfallen würde. Das müssen wir uns merken. Das ist eine ganz, ganz coole Geschichte. Die andere Abstimmung fiel... Ist durchgekommen, ganz knapp, eine Stimme Unterschied, eine Stimme Unterschied, heftig. Schaut mal, Eleonore hat massiv sich dafür ausgesprochen, dass man die Stadt überfällt, dass man Schaka überfällt. Schaka selber hat, wo ist Schaka? Hat natürlich dagegen gestimmt, klar. Hatte aber gar nicht so viele Gunst anscheinend. Wegen der alten, ollen Kriegstreiber in Eleonore. Und unsere Khmer, mit denen wir uns ganz gut stehen, die sind auch dafür gewesen. Die Khmer und Eleonore, die führen jetzt gemeinsam einen Krieg gegen Schaka.
Das ist deshalb pikant, weil die Khmer, die kommen da problemlos rüber, denke ich mal. Also durch unsere, wir müssen mal gucken, wer alles offene Grenzen hat. Ich glaube, die haben mit uns offene Grenzen, dann würden die in Kürze bei uns durchmarschieren oder durch das Mapuche-Reich laufen, weiß ich gar nicht genau, gucken wir uns gleich an. Aber Eleonora hat, glaube ich, keine offenen Grenzen mit uns, die wird kaum zu Shaka hinfinden. Alle anderen waren dagegen. Sehr interessant, sehr, sehr spannend. Unser erster Campus ist fertig, nochmal 3 Zeitalterpunkte. Ich möchte mich, was Himmel und Hölle betrifft, nicht festlegen. Habe ich doch da wie dort gute Freunde. Und wir können erstmals die Theokratie einführen. Da mal hingespart hin, diese Regierungsform. Löst die Monarchie bei uns ab. Machen wir auf jeden Fall, weil wir dann religiös fitter sind. Ihr seht das, 5 religiöse Stärke im theologischen Kampf und in der Praxis. Der Unterschied zur Monarchie, die wir im Augenblick haben, wir verlieren einen Militärkartenslot und gewinnen einen Wirtschaftskartenslot dazu. Das ist der Hauptunterschied. Und wir verlieren also bei den Karten und wir verlieren die Boni der Monarchie. Das gucken wir uns gleich an. Es gibt uns eine coole neue Karte, diese hier, die holen wir uns definitiv. Religiöser Orden plus 5 religiöse Stärke im theologischen Kampf will ich haben. Aber vorher checken wir mal die Lage hier mit den Karten. Ne? Schaut mal, das sind die Khmer. Hier unten sind die Zulu, alles noch im Fork of War, wir wissen aber noch nicht Bescheid. Wie können die dorthin marschieren? Haben wir offene Grenzen mit den Khmer? Ich weiß es nicht mehr auswendig. Wo steht das denn? Wo finden wir denn die Info? Hier Abkommen, da ist es ein kleines Symbol. Ja, das heißt, offene Grenzen, das kann, und Eleonore, mit der werden wir kaum offene Grenzen haben, nein. Also das wird jetzt bedeuten, dass die, entweder hier, haben die mit den Mapuche offene Grenzen, das weiß ich nicht. Ich glaube, das können wir auch gar nicht sehen. Das können wir, glaube ich, auch gar nicht überprüfen. Also entweder laufen die hier unten rum, durch die Mapuche, oder halt hier durch, auf dem Weg Richtung zu Shaka. Das Shaka-Reich wird hier wohl sein. Der kürzere Weg wäre durch das Reich der Mapuche durch, falls sie da offene Grenzen haben. Sehr spannend. So, wir wollen erstmal hier ein bisschen massakrieren. Wir haben noch, das werde ich eventuell gleich abschaffen, die Politikkarte, dass unsere Stadtmauern besser feuern können. Das nutze ich gleich. Ich habe mal einen Barbaren. Oh lala, die Olivenbäume sind bestanden geblieben, aber. Handelsweg geplündert. Autsch, wir haben einen Händler weniger. Das ist doof. Wurde hier geplündert. Die sind hier rübergelaufen und haben geplündert. Können wir hier Erfahrungspunkte sammeln? Ah, nicht. Der könnte dabei drauf gehen. Das mache ich, das Risiko gehe ich nicht ein. Dann feuern wir lieber drauf. Ich vermute, ja, da geht der Ball drauf. Aber ist dann halt so. Hauptsache, er ist futsch. Dank unserer Karte Bastionen war das kein Problem. So, jetzt sagen wir ihm, heil dich mal bitte aus. Wir haben Zeitalterpunkte, noch und nöcher. Die Khmer haben mit Shaka Krieg und das Blumenkranz Scheusal auch. Shaka wurde Ziel eines Notfalls. Der Wettbewerb steht ja gar nicht, stimmt, der ist ja nicht durchgekommen. Wir wählen die nächste kulturelle Ausrichtung, hier. Das wird der diplomatische Dienst, weil... Diese Karte, ich bin mir nicht sicher, ob wir die dann auch nutzen, aber ich hätte, also sofort nutzen, aber die hätte ich gerne im Portfolio. Wechselbanken. Allianzpunkte durch jeden Verbündeten steigen um 0,2 Punkte pro Runde. Im Augenblick, also die Allianzen haben ja, wachsen ja um, ich glaube, plus 1 Punkt pro Runde. Die haben ja einen Fortschrittsbaum, die Allianzen. Ich zeige euch das mal am Beispiel von Willi. Hallo Willi, lange nicht mehr gesehen. Hier steht das, plus 1. Und das wären dann 0,25 mehr bei jeder der Allianzen. Und das ist die Entwicklung hin zur Allianzstufe 2. Das heißt, das ginge dann 25% schneller. Und die nächste Allianzstufe, in dem Fall bei der religiösen Allianz, gibt dann halt mächtigere Boni. Also das ist schon durchaus gut. Hier seht ihr nochmal die Karte beim diplomatischen Dienst. Und vor allem alle Handelswege zu den Alliierten bieten plus 2 Nahrung und plus 2 Produktion. Ich habe es vor allem auf die Produktion abgesehen. Das ist schon heftig. Ne? Gerade weil wir so mächtige Produktionsmali haben, das hätte ich gerne. Und wir haben ja auch den Bonus, den Boost. Das geht also ratzfatz. Das kriegen wir schnell hin.
Okay, wir gehen wieder raus und gehen in die Regierung rein und müssen da ein bisschen puzzeln und uns überlegen, was wir machen. Wir erwirtschaften unfassbar viel Gold pro Runde, 398. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem Gold? Also am logischsten ist es eigentlich, wir kaufen sofort wieder einen neuen Händler. Den Händler setzen wir wahrscheinlich ein in Zentraloase. Da haben wir aber keine Sukuba, das heißt, der Kauf dort ist teurer, weil mit der Sukuba sind die Käufe billiger. Wir können einfach hier kaufen. Wir kaufen einfach, oder wir kaufen wie immer hier in Südost, in Südoase. Hier kaufen wir mal mit Gold einen Händler ein. So. Jetzt gehen wir hier oben ein und puzzeln mal mit unseren Karten. Wir wechseln die Regierungsform. Ein letzter Blick auf die Boni, die die Monarchie gab. Ein Wohnraum mehr pro Stadtmauerstufe. Wir haben überall mittlerweile eine Stadtmauer. Ich glaube, die letzte Stadtmauer ist gerade gebaut worden. Hier unten, das war die letzte, die uns noch fehlte. Schaut mal, die haben wir jetzt hier. Die ist jetzt fix und fertig. Also die Karte brauchen wir wirklich nicht mehr. Diese Produktionskarte hier, Limes, die können wir entfernen. Aber wir verlieren einen Wohnraum in jeder einzelnen Stadt. Das ist schon doof. Und wir produzieren weniger Einflusspunkte dann. Wir hatten bislang 50% mehr Einflusspunkte. Die stehen hier oben. Das sind die, mit denen man Gesandte bekommt. Aber ist halt so. Da müssen wir durch. Das Heftige ist, wir werden eventuell hier nochmal 2 Einflusspunkte ausgeben. Nochmal verlieren, mal schauen. Wir wechseln erstmal die Regierungsform. Wir gehen auf jeden Fall, das ist glasklar, wir wechseln in die Theokratie. Da haben wir gezielt hingeforscht. Denn wir wollen ja in den religiösen Kampf hin. So, jetzt gucken wir uns die Militärkarten an. Den Limes, den wollten wir nicht mehr haben. Wir nehmen stattdessen, also, das ist die Frage, welche Karten wollen wir jetzt für uns haben? Welche nehmen wir? Wir nehmen mal noch nicht den Nachlass auf Gold bei allen Einheitenverbesserungen, weil in ein oder zwei Runden haben wir die Musketiere freigeschaltet. Aber da müssen wir erstmal ordentlich Geld sammeln, damit wir die Karte dann einsetzen. Das machen wir noch nicht. Das wird uns mehr Gold bringen hier. Das wäre auf jeden Fall interessant. Das bringt uns, das hatten wir vorher, ein bisschen mehr Pferde und Eisen. Also 2 Pferde pro Runde mehr, ein Eisen mehr pro Runde, aber ich glaube in der Reihenfolge, aber das ist so nicht so unheimlich wichtig. Das, die Bediensteten, die könnten wir nehmen, wird uns in allen Städten, mit, wo eine Einheit in der Stadt drin steht, eine Annehmlichkeit mehr bringen. Die nehme ich gerne mit. Ach, wir wollten mal gucken, wie das aussieht mittlerweile mit dem Stadtstatus und den Zufriedenheit. Ach, schaut euch das mal an. Da hatten wir ja eben eine Änderung durchgeführt und schaut mal, wie sich das rentiert hat. Wahnsinn, Wahnsinn. Sind die Leute total happy. Klasse. Ganz, ganz großartig. Mehr als glücklich kriegen wir nicht hin. Es gibt auch noch begeistert, aber ich glaube, dafür muss man +3 an Annehmlichkeiten haben über dem, was man benötigt. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube ja. Das kriegen wir so schnell nicht hin. Aber wir kriegen in den, aber wenn wir diese Karte reinkriegen, kriegen wir vielleicht in den zufriedenen Städten auch noch Glück hin. Das ist, gibt starke Boni, richtig starke Boni. Bei der Produktion, bei allem Möglichen. Wir gehen hier nochmal rein. Entschuldigt, da habe ich mich gerade verklickt. Hier, da ist die Regierungsform. Also wir nehmen die Theokratie. Haben wir schon, ne? Ja, ist aktiviert. Und wir nehmen die Stadtmauerproduktion raus. Wir gehen rein mit den Bediensteten. Wir ziehen hier die Wirtschaftskarte hier runter. Die beiden wollen wir auf jeden Fall haben. Dann nehmen wir noch eine... Wollen wir eine andere Militärkarte nehmen? Im Moment. Loyalitätsprobleme haben wir, glaube ich, keine. Gegen Barbaren kämpfen im Augenblick nicht. Wenn wir Krieg hätten, würde uns das hier helfen. Die Karte ist neu, Religionskriege. Würden uns das Blumenkranzscheusal mit ihrer Religion den Krieg erklären, hätten wir +4 Kampfstärke gegen ihre Einheiten. Aber wir haben ja keinen Krieg. Also was uns kurzfristig was bringt, ist hier Gold reduziert, aber das ist nicht so wahnsinnig stark. Das pusht uns bei allen Stadtmauern. Wie viele Militäreinheiten haben wir? Vielleicht 12? Über den Daumen? Kommt das hin? Wir hätten also 12 Gold mehr. Dann, das hier ist quasi die Lebensversicherung hier, dass die Stadtmauern stärker sind.
Also die 12 Gold, die machen das nicht. Die sind... Ich lasse es mal so, wie es ist. Nee, ich mach das. Wir haben im Augenblick nirgendwo Krieg. Wenn wir Krieg haben, wechseln wir wahrscheinlich sowieso. Und wechseln sowieso sofort die Karten aus und holen uns irgendwas. Zum Beispiel die Religionskriege, da können wir jetzt schon hier erstmal das mit dem Geld sparen. Okay? Die Wirtschaftskarten lassen wir drin. Jetzt checken wir doch das noch mit den Diplomatiekarten. Da ist keine bei, die wir jetzt hier austauschen wollen. Das bringt uns zwar ein bisschen mehr Gold hier, aber die Einflusspunkte sind wichtiger. Jetzt haben wir eine Jokerkarte übrig. Da setzen wir eine unserer Wirtschaftskarten rein. Mehrere Möglichkeiten. Hier, die Karawansereien bringen uns unterm Strich 20 mehr Gold. 10 Routen, im Augenblick 9, aber in Kürze wieder 10. Mal 2 Gold wären 20 Gold. Ist gut, aber schön immer, aber nicht total zwingend. Das wäre cool, Stadtplanung. Produktion haben so Produktionspunkte, eine Produktion in allen Städten wäre schön, vor allem bei der Produktion von Bezirken, weil da ja die Produktionsmali von uns nicht gelten, die 30% Mali, die gelten nur beim Bau von Gebäuden und von Einheiten. Aber was mich eigentlich mehr lockt noch, wo war es das denn? Hier, Handelszentrumsbezirk Nachbarschaftsboni wird uns auch einiges bringen, klar, wird uns auch Gold bringen. Das ist neu, das wird uns bringen in der Stadt, wo wir mindestens 10 Stadtbevölkerung haben, das ist nur die Hauptstadt im Augenblick, bekommen wir mehr Glauben. Das ist schon alles. Die Frage ist, worin investieren wir gleich Geld? In Handwerker, in die Aufrüstung zu Schwertkämpfern, in den Kauf von Geländefeldern, in den Kauf eines Siedlers, einer fehlte uns noch, der kostet glaube ich 1,5, 4 Runden sammeln, in darin mit Rainer Bezirke zu kaufen. Die ist in 4 Runden irgendwo etabliert. Irgendwo müssen wir anfangen. Ich habe mir das vorher überlegt und will eigentlich hier drin investieren, in den Kauf von Geländefeldern. Aber das machen wir alles, das können wir auch kurzfristig machen. Wir fangen jetzt nicht jetzt an, oder? Sollen wir es jetzt machen? Wir machen das. Wir fangen jetzt die ganze Zeit an, mal was zu kaufen und verzichten dann hier auf andere Geschichten. Ja, so machen wir das. Das läuft ja auch nur 6 Runden, die Forschung hier. Hier bekommen wir Gold laufend. 6 mal 20 wären 120, die wir sparen. Aber wenn wir den eine Runde vor Ende der Forschung der nächsten kulturellen Errungenschaft sagen würden, wir kaufen für 200 Gold zum Beispiel, damit wir eine Runde lang mit der neuen Regierung hier die Kaufkarte einsetzen würden. Ich hoffe, in der kurzen Fassung konntet ihr das gerade verstehen. Das hatte ich oft schon, das praktizieren wir öfters, das habe ich schon oft erklärt, dass das bringt uns nicht wirklich was. Wir nehmen die Karte rein und fangen an zu kaufen. So machen wir das. Ja, so machen wir das. Jetzt fangen wir an zu kaufen. Gucken erstmal, wo Produktion gewählt werden muss, also Geländefelder zu kaufen. In Bergforscher Campus steht. So, nächster Schritt hier. Hier ist der Campus, dass wir beginnen könnten, das Geländefeld zu kaufen. Aber, und da demnächst eine heilige Stätte hinzusetzen, ihr eventuell Industriegebiet, doch ein Damm, würde Sinn machen. Industriegebiete bekommen plus 2 Produktionen seit des letzten Updates durch einen benachbarten Staudamm. Und ein Staudamm wiederum, wenn man den hat, bringt plus 3 Wohnraum und plus eine Annehmlichkeit in der Stadt. Die hat, ist alles gut, aber Bergforscher soll auch schnell ausbauen. Ich gehe mal auf Kornspeicher erstmal. Sonst noch irgendwo etwas ohne Produktion? Nein. Dann kaufen wir jetzt Geländefelder dazu. In 2 Runden. Ich will das hier holen, damit uns das keiner wegschnappt. Das will ich holen, damit uns das keiner wegschnappt. Das will ich kaufen, damit wir endlich in den Bau eines Campus einsteigen können. Vorher sollten wir aber dann mit dem Handwerker hier, den wir dann auch noch brauchen, hier roden, den Sumpf trockenlegen. Aber dafür wiederum müssen wir erst das Geländefeld haben. Deshalb ist die Reihenfolge bei solchen, wenn wir solche Geländefelder mit Handwerkern bearbeiten wollen, bevor wir dort einen Bezirk drauf sitzen, immer erst Schritt 1, Geländefeld sich besorgen durch einen Kauf mit der entsprechenden Politikkarte. Schritt 2, dann mit Handwerker kaufen und doch bearbeiten. Umgekehrt macht das keinen Sinn. Hier Industriegebiet gilt auch noch immer. Hier auch, alles klar. Dann kaufen wir erstmal, damit wir das hinter uns haben und uns das niemand mehr wegschnappen kann. Das hier.
Moment mal, aber nicht von Zentraloase aus. Von Südoase ist das billiger. Hier ist das zweite Ring, da ist das billiger zu kaufen. Und hier haben wir schon einen Suguba. Das heißt, das Feld hier. Holen wir uns jetzt dazu. Moment mal. Achso, wir können das nicht von einem Bürger bewirtschaften. Aber wir können schon mal das Suguba hier platzieren. Achso, wir wollten erst hier... Stimmt, wir wollten erst die, die heilige Stätte, weil die ja extrem viel Glaubenspunkte bringt. Aber trotzdem war es richtig, das Feld zuerst zu kaufen, weil das kann jetzt nicht mehr geholt werden und das könnte höchstens noch von Mohenjo-Daro dazukommen. Deshalb mussten wir das zuerst uns holen. Wir haben jetzt nicht mehr genug Gold, um das Feld zu holen. Das machen wir nächste Runde. Als nächste Runde kaufen wir das und platzieren dann hier eine heilige Stätte drauf. Okay? Und das können wir uns auch schon mal... Das gehört uns schon. Das gehört schon zu Zentraloase dazu. Okay. Aber das reicht jetzt. Die Folge hatte über eine halbe Stunde. Das genügt mir jetzt. Ich mache mal einen Cut, eine kleine Unterbrechung. Empfehle euch wärmstens den nächsten großen Livestream, auf den ich mich wahnsinnig freue. Echt total am 16. Juli, am Dienstagabend, Endless Space 2. Der erste Livestream war so cool. Den wir hatten im Steam-Shop. Da haben 3000 Leute waren fast permanent dabei bei unserem Livestream mit Endless Space 2 vor 2 Wochen. Da hat uns nämlich der Publisher Sega und die Entwickler Amplitude Studios aus Paris, die haben uns die Steam-Shop-Produktseite von Endless Space 2 zur Verfügung gestellt. Da haben wir 4 Stunden gestreamt, zusammen mit dem deutschsprachigen Community-Manager der französischen Entwickler, mit dem Stefan Kaiser. Und das machen wir ab jetzt alle 14 Tage einen solchen Livestream. Nicht unbedingt immer auf dem Steam-Shop, aber auf jeden Fall alle 14 Tage mit Stefan, der so ein netter Kerl ist, der so gut erklären kann auch. So ein schönes, so ein nicht unbedingt immer zugängliches Spiel wie Endless Space 2, alle 14 Tage mit ihm zusammen zu streamen, das ist so eine Freude. Wird auch gehostet bei den Entwicklern auf deren Twitch- und YouTube-Kanälen, freue ich mich total drauf. Ab jetzt alle 14 Tage, Dienstagabends. 16.07. Ich blende euch auch mal die Playlist darauf ein, auf die Aufzeichnung und auch das Video blende ich euch ein mit dem Update, mit den Update-Infos zum Update Juni 2019 für Civ 6. Schön, dass endlich wieder die Mali laufen, wa? Bald geht's weiter. Tschüss.